spy. Nicht das allerbeste, aber muss reichen. Cyclen wir Memory Leak? Gute Frage eigentlich. Kommt so ein bisschen drauf an, was wir hier so nachziehen. Ich glaube, wir können uns jetzt noch das erlauben. Lauter 3 Drops. 2 Drop wäre schon geil. Grün, weiß. Whenever a creature control mutates. Das ist stark. Ja, ich glaube. Wir sind mehr mit unseren eigenen Sachen beschäftigt. Oh no. Dürfen wir nur nicht den anderen ziehen. Oh, wow. Whenever this creature mutates. Den wollen wir schon irgendwie mutaten lassen, ne? Okay, erstmal können wir angreifen. Wahrscheinlich geben wir dem First Strike? Ne, wir können den machen. Und dann können wir nächste Runde das und den machen. Ja. Yeah. Ja, ich glaube, das ist okay. Ist ein bisschen weird. Oh, das ist kein Human. Ups. My bad. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Das ist natürlich ganz schön gut. Ah, das war kein Human. Yikes. Obviously reach. Obviously reach. Pretty good. Destroy. Oh nein! Alle meine Nicht-Vigilance-Karten. Menace ist fair. Kriegen wir hier 8. Wir können nächste Runde. Können den Skorpion doppelblocken. Klingt irgendwie mehr. Ja. Viel Chance haben wir hier nicht.
Das heißt, wir wollen den mutaten. Death Touch, ja. Wenn wir Death touchen, geht das. Dann sterben wir zwar over. Dann sterben wir zwar an jedem Removal. Was soll man machen? No cards to return. Oh, funny. Okay. Hoffentlich kriegt er nochmal das gleiche. Come on, Menace. Was war das? Ach, er hat einen Counter bekommen. Alright. Ja, den kann ich nicht blocken. Okay, ich hätte gern dieses Ding, was mit Flash eine Kreatur zerstört. Oh, wait, den block ich. Snap. Nicht Swamp. Ich brauche den Zorn. Hexproof Reach Menace. Okay. One-Time Zorn. 4. Haben wir Bock drauf? Eigentlich nicht. Wenn wir noch so ein Ding ziehen, wollen wir das eigentlich behalten. Alright. Nehmen wir 4. Gibt uns mehr Outs auf irgendwas. Ja. Auch wenn der Skorpion stirbt und wir auf 1 gehen, kriegen wir vorher Leben, was schon mal gut ist. Cycling, put a Death Touch Counter. Okay, der Skorpion hat jetzt Death Touch. Flavor. Giant hat auch Death Touch. I like it. Kein Angriff. Alright. Land ist sad. Mutates. Okay. Jetzt gibt's alles wieder oder was? Ein bisschen. Menace, Hexproof, Reach, irgendwas. Okay. Death Touch, Lifelink. 6, 6. 5 Mana, 8.
Das wird schwierig. Wir mal Even. Ach, ich wollte Odd nehmen. Lol, Fisch. Hätte irgendwas gemacht. Kreatur. Nee, egal. Oh, ich Fisch. Okay. War vielleicht nicht großartig. Vielleicht kommen wir mit 16 Ländern weg und machen das so. Probieren wir es mal so. Einfach weil wir haben das und einen Cycler. Ich meine, ja, wir müssen auf 3 kommen. Sehe ich ein. Aber wir brauchen einfach eine Dichte an Kreaturen. Okay, sure. Ob wir ein Spiel gewinnen würden, was praktisch nur die hat? Wäre witzig. Sagen wir mal, wir hätten nur die Karte im Deck. Würde funktionieren, oder? Ja, ich wusste doch, dass ich das so machen will. Hallo? Man könnte ihn aufheben und sagen, man will später mutaten. Unser Gegner hat keinen Bock, Sachen damit auf die Hand zu nehmen. Aber vielleicht macht er so auch noch Damage. Traded. Ist schon ein bisschen schneller, wenn unser Gegner Mulligan, wir sind on the play, kann ich das schon sehen, dass man das so macht. Witzig wäre, wenn unser Gegner kein Land hat, ja, lol. Okay. Okay. Es wird unwahrscheinlich, dass unser Gegner was macht. Plains. Jetzt können Ungarde exiled werden. Destroy Tile Creature. Was ist der? 2, 3. Ja, sure. Alright. Auf ein drittes. Oder? Nicht ganz sicher, was du vorhast. Aber ich werde es herausfinden, oder? Selbst wenn du 4 Leben kriegst, macht das nichts. Und jetzt? Interesting. Ah, Destroy Tile Enchantment. Dope. Dope, dope, dope. Okay, also gegen den Time Walkenden Mulliganen
Spell into Nothing Mann haben wir gewonnen. Eine Runde. Alright. Alright, alright, alright. Oh, wir können das da boarden. Was nehmen wir denn raus? Nicht das. Keine Kreatur. Scorpion? Deadweight. Wie gut ist Deadweight? Deadweight ist schon okay, ne? Unser Gegner hatte... Ja, er hatte den Beetle. Die Sache ist, Deadweight ist halt gut gegen den Beetle. Aber der Beetle wird auch irgendwann größer, wenn er mutated. Vielleicht ist das einfach besser. Nicht das Allergeilste, sehe ich ein. Gerade weil der auch doppelschwarz will. Aber wir haben drei Draws auf Schwarz. Da ist der Beetle. Tja, zeigen wir jetzt? Können wir nicht machen, ne? Können wir nicht machen. Macht der Gegner wieder Land Rampant Growth? Macht das grün? Ja. Nee, doch nicht. Okay. Er hat zwei davon. Ja, wir nehmen mal einen. Swamp. Whenever a creature is auch sick. Alright, Swamp. I guess. Ich glaube, traden ist hier fein. Das wird natürlich schwieriger. Der. Oh, jetzt gibt es auch noch vier Leben. So, der kriegt das auch noch. Na gut. Ding, ding, ding. Okay. Das ist schon mal gut. Yes. Dann können wir dem Flying geben. Macht der 5. Ja, 5 ist ziemlich viel. Okay, ich glaube, wir verhindern hier mal 7. Illegal Blocking. Ach, Mendes. Alright, dann I guess 5 für das.
hier Flash mutaten. Das Problem ist dann allerdings, dass unser Gegner nicht incentivized ist, irgendwas zu machen. Ne? Also er kann einfach angreifen. Kann einfach angreifen und dann müssen wir handeln und dann können wir was machen, und wenn dann unser Gegner Removal hat, können wir nicht mutaten. Das geht so nicht. Und so können wir dann auch für 3 Vigilance angreifen. Und hoffentlich verlieren wir unseren Flyer hier nicht. Wenn wir unseren Flyer nicht verlieren und unser Gegner nicht mutated, dann geht's, glaube ich, ganz gut. Du bist leider kein Human. Aber naja. Können wir den 3-3 machen? Okay, solange wir unseren fliegenden Damage hier durchkriegen, ist eigentlich alles ganz fair. Oh, wow, okay. Okay. Noch was? Achso. Der mutated. Der rampant growth. Also wahrscheinlich den Drainer hier. Das war der Drainer, oder? Ah ne, das war der Mutator. Der rampant growth. Okay. Der kriegt einfach für immer Flying? No, what? Ah, der hat eine Flying Counter. Ja. Der ist ja auch noch Vigilance Flying. Yikes. Okay. Das heißt, den können wir zwar für immer blocken, aber Racen wird schwer. Gegner jetzt den Mega Mutator. 7 Mana. Nee, okay. Okay, okay. Also, solange unser Gegner nicht viel macht, außer ein Leben die Runde kriegen, glaube ich, haben wir noch einen guten Shot. Scorpion ist auch fair. Das Enchantment, komm. Nicht dieses Enchantment.
Gegner kann halt Sachen durchlassen. Das ist schon nervig. Ja, ich glaube, wir können hier nichts machen. Solange unsere Kreatur das macht. Was gibt's jetzt? Ah, das ist der riesige Typ. No. Das sind Ivy-Elemente. Okay, Ivy-Elemente ist fair. Come on. Ah, nicht Swamp. Fuck. Ups, sorry. Was ist denn, wenn wir mit allen blocken? Na gut, er hätte ja. Ja. I like this. Lass uns doch mal das hier machen. Das ist schon ziemlich witzig. Okay. Unser Gegner kriegt ein Leben die Runde, aber alles von uns drain für Infinite. Okay. Na gut, dann machen wir das doch so. Der kriegt sollte es fast sogar sein. Right? Wir greifen einfach mit allem an. Und dann sind das mindestens so viel Schaden. Jede Kreatur, die geblockt wird, macht so viel Leben. Sehe ich was falsch? Ich hoffe nicht. Aber soweit sollte der Plan sein. 8. Wir machen 8 Schaden. Nicht so sicher, was der machen soll. Der kann zwar was totfighten. Der stirbt nicht, hä? Was können wir denn exilen? I guess den da. Es wurde nichts gekämpft. Okay. Also. 1, 2. Der wird von dem gejumpt. Also der, die bouncen off. Die bouncen off. Wenn wir das machen. Ist schon okay, ha? Huh? Ja, wird schon okay sein.
halt schade, dass die beiden echt nicht tauschen, ne? Aber ich kann auch nicht mit allem angreifen, glaube ich. Okay. Na? Wir haben auch gut Länder. Nice. Wow, okay. Das war sick. Vier Enchantments. Holy moly.